Ja, guten Abend. In der Woche habe ich schon viel, viel miterlebt. Ja, manchmal bin ich auch ein klein wenig aufmüpfiger, aber es liegt nicht daran, weil ich euch ärgern möchte. Es liegt halt daran, dass gewisse Eltern ihre Kinder zu spät nach Hause schicken. Ich musste sogar wirklich einmal miterleben, dass die Kinder sogar um 22 Uhr noch draußen waren, beziehungsweise 22:30 Uhr, 22:45 Uhr. Da hat es mir wirklich echt gelangt. Mal ehrlich, wer lässt denn eigentlich noch 10-jährige Kinder draußen spielen um 22 Uhr, 22:45 Uhr, 22:30 Uhr? Also ich mit Sicherheit nicht. Wenn ich Vater wäre, würde ich, wie gesagt, dafür Sorge tragen, dass das Kind je nach Alter, ich weiß nicht, wenn es jetzt zum Beispiel 6 Jahre alt ist, werde ich dafür sorgen, dass das Kind um 7:30 nach Hause kommt, sich die Zähne putzt, baden von mir aus duschen. Und eine Kleinigkeit essen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es nicht mehr normal, dass jetzt Jugendliche bzw. noch Kinder mit 6, 7 Jahren um 22 Uhr noch draußen sind. Aber ich finde, jeder Familienteil ist für die Kinder verantwortlich. Aber anscheinend muss ich feststellen, sind die Ruhezeiten in anderen Ländern anders als wie Österreich, Deutschland und Co. Also, ich weiß nur eines, wie ich 6 Jahre alt war, da hat meine Mutter den Fehler gemacht, dass sie mit mir in der Nacht spazieren gegangen ist, damit ich in meiner ersten Schule, wo ich mal war, ja genau, einschlafe und so und ich möchte halt nicht, dass die anderen Kinder das auch noch miterleben müssen, wenn ihre Mütter oder ihre Väter einfach den Kindern machen lassen, was sie wollen. Ich weiß, viele werden wieder meckern und sagen, ich darf hier nichts sagen, aber es muss einmal gesagt werden, weil wenn man den Kindern alles durchgehen lässt, dann weiß ich nur, wird das eines Tages noch mehr Blödsinn machen und die Eltern haben dann in Grenzen aufzeigen wirklich alles vermasselt. Und bei mir war es nämlich so, wie ich 15 oder 16 war, durfte ich bis 10, 10:30 noch draußen sein. Und ja, das war
20, 21 Jahre her. Und ich möchte dass halt einmal das gemacht wird, wo die Eltern sich auch verpflichten. Also ein 10-Jähriger zum Beispiel hat um 22 Uhr bzw. 22:30 Uhr nichts mehr draußen zu suchen. Weil es ist einfach nicht toll. Ihr habt ja bestimmt auch die Kindheit genossen und ihr durftet nicht alles tun, was ihr wolltet, nehme ich mal an. Ich durfte es definitiv auch nicht. Und es war auch gut so. Weil wenn man mir nicht die Grenzen gezeigt hätte, wäre ich heute bestimmt auf gut Deutsch gesagt ein Arsch. Und ich weiß, dass das Leben kein Pappenstiel ist, aber Kinder haben sich den Eltern zu fügen. Also wenn jetzt die Mama sagt, um 20 Uhr will ich, dass du nach Hause kommst, dann hat der Sohn oder die Tochter dem Folge zu leisten. Man hat auch eine gewisse Toleranz von 5 Minuten. Und wenn jetzt zum Beispiel der Sohn, ich weiß nicht, 20 Minuten zu spät kommt, dann muss die Mutter etwas anderes überlegen, wie zum Beispiel, du hast einen Tag Hausarrest. Mag zwar hart klingen, aber ich möchte halt in der Deutlichkeit sagen, es gibt auch Grenzen, die gesetzt werden müssen, weil Kinder sind nicht dessen Verantwortung bewusst, die jetzt zum Beispiel 9, 10 oder 11 sind. Die werden erst antwortsbewusst, wenn sie 15, 16, 17 werden. Und eine Ausbildung machen. Und es ist wie gesagt kein Schmarrn, aber mir fällt das immer wieder auf. Und die Krönung kommt ja noch obendrauf. Wenn ich jetzt zum Beispiel melden müsste, dass jetzt Jugendliche um, weiß ich nicht, 10, halb 11, 11 am Abend noch sehr, sehr laut sind, da kriege ich von dessen Eltern eine auf die Rüge. Und ja, und das möchte ich mir jetzt einmal sparen. Und ich finde das nicht toll, wenn die Eltern einfach den Kindern den Schicksal überlassen, weil Kinder können noch nicht entscheiden, was sie machen und was sie nicht machen. Und ich kann nur eins sagen, ein Erwachsener bzw. eine Erwachsene ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Kind pünktlich nach Hause kommt, dass das Kind ausgeschlafen sein muss für am nächsten Tag Schulzeit und so. In den Ferien ist es wieder was anders. Aber man darf den Kindern unter 16 bzw. unter 14 nicht alles durchgehen lassen, wirklich nicht. Weil man wird dessen bewusst, wenn man jetzt 16 ist und weiß ich nicht, eine Ausbildungsstelle hat oder ein Praktikum, wäre das wieder was anderes.
Weil da kann man zum Teil die Entscheidung des Jugendlichen übertragen, aber nicht alles. Weil bis zur Volljährigkeit mit 16 dauert das noch 2 Jahre. Und ja, ich möchte ganz ehrlich sagen, ich habe auch mich fügen müssen, egal wo ich jetzt gelebt habe oder nicht. Und ich weiß nicht, wie es bei euch früher war, ob euch die Mutter oder der Vater oder die Verwandten Grenzen aufgezeigt haben. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Und ja, Grenzen aufzeigen heißt für mich eigentlich nicht, dass man sein Kind misshandelt oder schlägt, sondern Grenzen aufzeigen heißt für mich, Junge, wenn du jetzt nicht um 8 pünktlich zu Hause bist, plus 5 minus 5 Minuten, dann gibt es Hausarrest, ne? Und ich möchte mich hier nicht als Daddy-Psychologen ausüben, sondern ich möchte halt nur Tatsachen sagen. Jedes Kind hat auch schon mal Fehler gemacht. Jedes Elternteil hat schon mal Fehler gemacht. Die sind ja wenigstens verzeihbar, außer man beleidigt. Das ist nicht nach einem Tag ab passiert. Und ich würde, wie gesagt, keinen Eltern wünschen, überhaupt gar keinen Eltern wünschen, dass sie nicht wissen, was das Kind so macht, wenn es unbeaufsichtigt ist. Und ja, es hat schon mal auch Tage gegeben, wo man seine Eltern ausgetrickst hat, aber meine Mutter hat es zum Beispiel nicht verkraftet. Ich bin als kleines Kind regelrecht geflohen, muss man sagen. Zur Nachbarin, habe bei ihr geschlafen, habe eine Mahlzeit bekommen und ja, das ganze Gebumper kann ich euch auch noch sagen. Meine Mutter war echt anstrengend, wie ich auf eine Welt gekommen bin. Anders kann ich das wohl hier nicht nennen. Ich weiß, jede Mutter ist anders, aber nicht alle sind böse. Es sind die meisten, die gut sind. Es sind die meisten, die ihre Kinder mit Gewalt erziehen, wo ich eigentlich dagegen bin, wenn man Gewalt anwendet. Ich finde es zwar richtig, dass die Eltern sich Sorgen machen, was mit ihren Kindern passiert und so, aber was ich nicht richtig finde, ist, wenn es Eltern gibt, die ihren Kindern alles durchgehen lassen. Zum Beispiel, wie ich vorhin erwähnt habe, bis 10, halb, dreiviertel, 11, 11 draußen zu lassen. Ganz allein, wo es dunkel ist. Also wenn ich eine Familie hätte, eine eigene, kann ich euch ehrlich jetzt sagen, ich hätte dafür
Sorge getragen und hätte gesagt, du Schatz, wir müssen mal darüber sprechen. Und ja, ich hätte mich mit ihr zusammengesetzt und hätte gesagt, so, unser Kind ist jetzt 7, 8 Jahre alt. Ich würde es unverantwortungslos finden, wenn das Kind jetzt bis um 10 am Abend draußen ist. Sie würde mir recht geben und sagen, ja, du hast recht. Hol bitte unsere Tochter oder unseren Sohn, wie auch immer, herein. Ich hätte es gemacht. Ich hätte da, je nach Alter, hätte ich gesagt, so, wenn du jetzt 6 Jahre alt bist, brauchst du ungefähr 9 bis 12 Stunden Schlaf, damit du am nächsten Tag den Unterricht Präsenz ausgeschlafen zeigen kannst. Und ich glaube, wenn man jetzt, weiß ich nicht, 13, 14 ist, braucht man maximal 7 bis 9 Stunden Schlaf. Und mit 17, 18, ja, mit 17 sind es auch noch 7 bis 8 Stunden. Aber wenn man jetzt 18 ist, dann kann man seiner Macht selber entscheiden, ob man jetzt rausgeht, drin bleibt, früher schlafen geht, später schlafen geht, gar nicht schlafen geht. Weil es ist halt ab dem 18. Lebensjahr die Entscheidung desjenigen. Und ja, ich bin hier weder Parapsychologe oder sonst irgendetwas. Ich möchte nur hinweg wirklich sagen, es liegt mir am Herzen, dass es der Familie gut geht. Ich bin nicht einer, der sich um das Wohl anderer nicht wegschaut und so. Für mich als Mensch ist es wichtig, dass die Kids einfach den Eltern Folge leisten und dann ist die Welt wieder heile froh. Im Übrigen, wenn ihr wissen wollt, mit was ich aufnehme, ich nehme mit dem Handy auf. Und ja, wie gesagt, wenn ich jetzt eine Frau hätte und ein Kind, ich hätte so gehandelt, wie das Gesetz es verlangt hat und auch hätte, weil ich kann mich nicht dem Gesetz entziehen. Und ich weiß nur, dass Kinder ab dem 6. Lebensjahr sicherlich nicht bis um 10 oder 11 draußen sein sollen. Gleiche gilt auch für einen 12-, 13-, 14-Jährigen. Weil Kinder müssen ausgeschlafen werden. Die Kinder müssen schlafen, damit sie am Montag dem Präsenzunterricht folgen können. Weil jetzt stellt sich vor, die Mutter würde das Kind erst um 1 in der Früh ins Bett schicken. Ja, nur 5, 6 Stunden Schlaf, das reicht bei weitem nicht. Dann ist das Kind müde und ja, man muss, wie gesagt, hier darüber nachdenken, ob man sich nicht dem Gesetz fügt oder nicht. Und ja, wenn ich jetzt eine Frau hätte und ein Kind, ein eigenes natürlich, hätte ich dafür gesorgt, dass das Kind so schlafen geht, damit es ausgeschlafen ist.
Weil es wäre nicht verantwortungsvoll, wenn man jetzt zum Beispiel 6-, 7-, 8-Jährige oder 9-, 10-, 11-, 12-Jährige bis um 22:30 Uhr draußen lassen würde. Weil dann hat das Kind weniger Schlaf und am nächsten Tag beim Präsenzunterricht kommt es nicht mit, was hier verlangt wird. Weil es gibt ja in der Schule gewisse Fächer, die gut zu überstehen sind. Es gibt auch Fächer, wo ich sage, das ist leibend. Es gibt auch Fächer, wo ich sage, das gefällt mir um wieder nicht. Und es gibt auch wieder Fächer, wo ich sage, ja, die Fächer würde ich gerne wieder machen, wie Kochen und so weiter. Und ich kann euch nur öfters wiederholen, ich habe mit 11, 12 Jahren nie bis 11 Uhr abends draußen bleiben dürfen, weil das war in dieser Zeit nicht erlaubt. Und ja, ich wünsche euch allen nichtsdestotrotz eine gute Nacht. Schlaft alle gut und war nur ein kurzes Livestream. Und ich würde mir, wie gesagt, wünschen, dass die Eltern, die ihre Kinder unbeaufsichtigt lassen, Einsicht zeigen und sich dem Gesetz, was wir hier in Österreich haben, anfügen. Vergötz Gott.